Heute haben wir mal American Muscle am Start. Ein richtiges Ponycar. Und zwar ist es ein 2016er Ford Mustang S550. S550 ist nämlich die Modellbezeichnung. Das Vorgängermodell hieß S197. So, und für die meisten, die mir folgen und die Fans sind, ihr wisst, ich habe so ein Ding schon seit 2 Jahren. Ja? Und da haben wir auch einen Breitbau gemacht für Luftfahrwerk, dicke Räder. Und wir können mal einen kleinen Ausschnitt von dem Video einblenden, wie mein Auto aussieht. Und zwar sieht das so aus. Und momentan wird er wieder umgebaut, kriegt ein neues Bodykit, auch wieder eigene Entwicklung und dann kommt er auch nach Deutschland. So, aber heute geht es nicht um mein Auto, sondern es geht sich um den Mustang hier hinter mir. Der Kollege hat einen Wagen zu uns gemacht und sagte, hey, hör mal, ich brauche mehr Krach, ich brauche mehr Leistung, ich muss ein bisschen tiefer. Ja, haben wir gesagt, kein Problem, helfen wir dir. Und wie einige von euch wissen, wir haben ja angefangen, Außenverlagerung zu entwickeln, mühselig, in mühseliger Feinsarbeit. Und für den M2 war es fertig und ich habe mir gedacht, weißt du was? Mustang wäre eine gute Idee. Mustang wäre eine gute Idee, speziell wenn es mit EWG ist. Und das machen wir mit dem Auto. Das heißt, der Wagen kriegt eine Abgasanlage von uns mit Klappensteuerung. Wird es eine Version geben mit EWG, wird es eine Version geben ohne EWG. Der hier kriegt eine mit 4 Endrohren. Das heißt, so wie ein Shelby GT350 mit einem anderen Heckdiffusor dabei. Das heißt, es wird richtig, richtig geil. Des Weiteren kriegt er noch Fächerkammer mit Sportcuts. Ja? Und eine Ansaugung und ein Tuning. Und ein KW-Gewindefahrwerk. So, so viel dazu. Er hat schon Endschalldämpfer drunter, ja, mit Klappensteuerung, die auch gut klingen, keine Frage. Das heißt, also, wenn wir jetzt die Leistungsmessung machen, bringen Endschalldämpfer Leistung? Ja, nein, normalerweise nein, aber bei dem Pipi-Rohrdurchmesser, den der Mustang hat, der V8, ist das wirklich, müssen wir gucken, ich weiß es nicht. 435 PS soll der bringen. Ich habe so ein Ding noch nie gemessen, nicht mal mein eigenes Auto habe ich gemessen. Und also sehen wir jetzt gleich, was der wirklich an Leistung bringt. Der Wagen, mal kurz als Info, ist ein deutsches Modell. Ja, denn die ab 2015, also das Modell Mustang, war der erste Mustang, der weltweit bei jedem Vorteller gekauft werden kann. Früher waren es immer US-Importe, ja, aber mittlerweile kriegst du die in Deutschland, England, Japan, Rechtslenker, Linkslenker, Mittellenker, du kriegst die überall neu. So, wie erkennt man ein europäisches Modell oder ein deutsches Modell? Und zwar, die Rückleuchten sind weiß. Bei den US-Modellen sind die Rückleuchten nämlich rot. Hier haben wir das Rücklicht, ja, also für Rückwärtsgang, weiß, ja, und Nebelschlussleuchte. Das hier ist beim US-Modell auch nur rot. Dann eine Sache, die richtig, naja, die Spiegel, das sind so richtige Buschspiegel drauf, das US-Modell, wie mein Auto zum Beispiel, obwohl mein Auto ein kanadisches Modell ist, viel kleinere Spiegel hat. Des Weiteren keine Lufteinlässe in der Motorhaube. Das V8 US-Modell, nee, gar nicht, alle US- und kanadischen Modelle, oder anders, alle Modelle nicht, nee, auch nicht, das ist verkehrt. Alle nicht US- und kanadische Modelle haben nämlich ein zwei Lufteinlässe, hier, wie mein Auto, seht aber dann später. Ja, V8, Coyote-Motor, das ist einer der bestgebauten Motoren von Ford und verträgt richtig Leistung. Wie gesagt, 435 PS soll er haben, hier kommt eine schöne Ansaugung hin, ja, offen. Hier könnte man so schön einen Kompressor drauf schnallen, aber es gibt ja auch Turbo-Umbauten, ne? Also gibt es einiges. Ich habe mich damit schon wirklich viel befasst, wie gesagt, ich habe so ein Ding schon seit 2 Jahren. Vielleicht kommt da auch noch was zu meinem Auto. Aber erstmal ist der hier dran. 435 PS soll er haben. Eine 5 vorne wäre das Ziel. Die sind wirklich gedrosselt, ja. Der Motor kann wirklich einiges ab. Und jetzt machen wir erstmal eine Eingangsmessung und dann schauen wir mal, was der jetzt auf die Rolle bringt.
So, dann gucken wir mal, was Ford hier so an Leistung hat oder an Leistung versprochen hat. Bumm. Also, 435 PS soll er haben. 419 PS haben wir jetzt der EWG gemessen. Aber normalerweise werden die amerikanischen Autos ja nach SAE korrigiert, was 1:1 das gleiche ist, wie wir sehen können. Das heißt, wir lassen es auf EWG. Ja, so. Das heißt, der Wagen hat gemacht jetzt hier effektiv 426,7 PS, korrigiert nach EWG 419,5. 435 soll er haben, 419,5, das ist schon ein 15 PS Unterschied, das passt auf jeden Fall. Vom Drehmoment her haben wir 547,8 Newtonmeter. Ja? Die Kurve sieht auch dementsprechend schön aus, wir haben hier eine kleine Delle drin, aber das ist dementsprechend trotzdem noch soweit in Ordnung. So, und als nächsten Step kommt das Auto in den Operationssaal. Denn jetzt wird der Wagen heute Abend schön verladen und geht zu unserem Auspuffbauer, ja, wo eine wunderschöne Abgasanlage entwickelt wird dafür, wie ich gerade eben schon gesagt hatte. Soll ordentlich Krach machen, soll gut klingen, Vierrohr, also richtig, richtig geil. Und dann bestellen wir noch die Ansaugen dafür, das KW-Fahrwerk noch und vieles, vieles mehr. Ziel ist natürlich bei der Übung, das Auto ist so restriktiv, also die Abgasanlage vor allem, die Abgasanlage ist so restriktiv, Ziel ist es da vorne eine 5 stehen zu haben. Wird schwierig, aber ich denke mal so 470, 480 PS sollten eigentlich drin sein. So, bis es ein Update zu dem Auto hier gibt, wird das auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ja, ihr müsst geduldig sein, denn wie sagt man so schön, gut Ding hat Weile. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Subscriben, liken und teilen. Ciao.